Awesome, sind wir wieder hier. Du hast dich Jo. umgezogen. Ich habe mich eingefärbt, ja. Die haben das Einfärbesystem geändert. Wirklich? Das bedeutet? Na, vorher musste man sich halt da aus so einem Kreis was aussuchen. Jetzt kannst du so eine Hexadezimalcode eingeben für die Farbe. Oh, wie fortschrittlich. Ja, aber. Krass, was tun Achso, wir? wir müssen ja. Zum Ey, wir Krankenhaus. müssen in den Club rein, glaube ich. Hä? Also, ich muss. Bei mir steht hier, ich soll in den Club rein. Also ich habe jetzt gerade eine Quest, Chaos im Krankenhaus. Ich weiß so nicht, wo die herkommt. Vielleicht hattest du das hier drinnen schon gemacht, mit dem Typen geredet. Mal gucken. Ich rede mal mit dem Typen hier. Mit Parasit. Also ich habe jetzt seltsamerweise einige neue Quests, die letztens noch nicht da waren. Das ist sehr schön. Ich habe bestimmt keinen neuen. Weiß nicht, schau doch mal bei dir rein. Ich bin gerade in dem Club und nehme Zeug an. Dann schau auch noch mal da rein und vielleicht kann ich auch noch irgendwas Interessantes annehmen, aufnehmen, mitnehmen. Vielleicht gibt's fetten Shit für mich. Aber scheinbar. Stellt man einmal die Auflösung runter, da flackert direkt alles. Tja, so ist das Leben eben. Ach nee, doch, da ist hier wirklich noch eine Quest. Der Schilder. So, ich geh mal wieder raus und gucken, ob ich jetzt irgendwas was Krasses machen kann. Kopfgeld Bizarro. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Ja, das werden wir jetzt schaffen. Warum kannst du das annehmen? Weiß ich nicht. Hab ich das schon? Das kann ich nicht machen. Ich ist nicht hier, aber ich habe Chaos im Krankenhaus, habe ich jetzt. Das ist perfekt. Dann können wir da, glaube ich, als erstes hinreisen, wenn du auf mich wartest, bis ich wieder draußen bin und mir einen kleinen Vorsprung gibst. Damit wir dann. Erstmal müssen wir deine Ladezeiten überleben. Ja, das dürfte jetzt kein Problem sein. Ich meine, ich konnte auf meiner Festplatte 130 GB freimachen. Also, ich habe jetzt 130 GB. Was hast du denn da gelöscht? Alte DC-Parts, noch ein paar alte Container-Files von irgendwas. Und ja, so ein ganzes Schrapel. Schrappel. Naja, wo ist denn das Krankenhaus? Mal gucken. Weiß nicht. Da hinten. Aha. Ich sehe es zwar nicht, aber der Ja. Pfeil sagt mich so in die Richtung. Ich bin ja eh viel zu schnell. Ja, Ja, also du ist ja kannst erst noch kein fünfmal Problem. im Kreis fliegen. Bevor du überhaupt irgendwo startest, zielgerichtet. Überall dieses komische Rennen hier. Man will doch nicht die ganze Zeit nur diese schwulen Rennen machen. Vielleicht doch. Ich meine, damit würde man sicherlich auch irgendwann auf Level 30 kommen. Ganz so viele sind es dann doch nicht. Okay, hier ist dann auch noch irgendwo eine Quest von irgendeinem Hyperaktive Typen. Patientin. Was ist denn der Glatzkopf? Es ist interessant, dass wir gegen halbnackte Patienten kämpfen. Also ich nehme erstmal diese ganzen anderen Quests hier noch an. Von Dr. Alan Ja, würde ich Harper. auch, aber. Ich komme hier gerade nicht weg. Außen gehört ja auch noch mit dazu. Sammle Glaubst du nicht, Lexkorps aber. illegale Daten. Okay. Hier ist ja noch irgendwo eine Quest. Ja, aber ich glaube, die gehört nicht mehr mit. Agent Jetzt bist du wieder Insistenzsicherung. weiß. Nein, nett. Ja, das passt besser zu deinem Schwarzen. Siegen Beta-Patienten. Was es nicht alles gibt. Auf zu. Quest teilen. Hier ist irgendwo ist hier ein anderer Spieler. Da. Wo? Iron Man 43. Prügel ihn nicht ohne mich. Ne, der prügelt mich gerade. Ich weiß nicht, was er macht, Wo aber ist das ist er? ziemlich fies. Ich sehe euch beiden nicht mal. Da unten auf dem Boden. Ihr seid unten. Das siehst du doch, wenn der Pfeil auf dem Teilchen nach unten geht, dann ist der Typ unten.
Also ich weiß nicht, was der hat, aber der macht gut Schaden. Was ist das jetzt hier für ein Lappen noch? Oh, der ist ja gar nicht stark. Was? Der ist Level 8, der hat mir 400 gegeben. Vielleicht war das auch sein super special Dingens Shit, aber der Typ ja, der macht mich auch gerade alleine fertig, Level 16. Könntest mir? Bist du tot? Ich bin tot. Du bist tot. Ja, der Level 8 hat mich gefickt. Wie auch immer er das gemacht hat. Ja, flüchten. Flüchten. Junge, mit deinem Scheiß flüchten. Da bist du auch, wenn du stirbst, bist du wenigstens direkt wieder full life. Ist mir doch egal. Ich mag es nicht zu sterben. Okay, da oben ist der Typ. Und fliegt da so vor sich hin. Nett. Sehr, sehr... Jetzt kommt er. Au. Der scheint Elektrizität zu haben, oder? Ja, das wollte ich eigentlich auch nehmen, aber ey, ich zahle keine 5 Euro. 10. Elektrizität kostet 10? Ja, die kosten alle 10 jetzt gerade. Das ist ja awesome. Wo muss man diese verwirrten Patienten hinbringen? Keine Ahnung. Au, 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 au. Die lassen mich nicht mal in Ruhe questen. Ist das kacke. Ja, ich weiß nicht. Ich probiere gerade den Typen hier zu ficken, der ich angegriffen hat. Da kommen aber noch mehr von denen. Ich weiß. Na, ist das shit. Immerhin habe ich den Level 8er genugt. Toll. Was macht der auch mit Level 8 hier? Das macht ja gar keinen Sinn. Na, ich nehme an, er ist mit seinen Freunden da. Die komischen Mobs, die ziehen verdammt viel ab, muss ich sagen. Die was? Die Mobs. Achso. Das sind die Patienten. Hm. Vielleicht sind sie genau deswegen da. Aber die sind nur Level 12. Ist doch egal. Vielleicht wird das hier irgendwie angepasst. Ah. Ich habe noch keine Ahnung, wie diese ganze Mechanik hier funktioniert. Eigentlich traurig dafür, dass wir schon so lange spielen. Ja, hast du denn eine Ahnung? Aber, ne, mir ist das auch eigentlich scheißegal. Siehst du? Das ist ja deine RP. Ah, verdammt, du hast recht. Also gehen wir da jetzt wieder rein und versuchen die Typen zu vermöbeln? Versuchen wir zu questen? Versuchen wir irgendwas zu machen? Ich denke mal, wir probieren zu questen. Wenn uns einer anpackt, dann müssen wir den ja irgendwie zerficken. Ist wohl wahr. Ich meine, wir sind zu zweit. Die sind meistens auch nur zu zweit, das sollten wir irgendwie schaffen. Hm. Och, hört doch auf, ihr dämlichen, verwirrten Patienten. Ich will euch doch nur helfen. So, wo muss ich die jetzt hinbringen? Na, die muss man ja voll weit wegbringen, ey. Wohin denn? Das ist eklig. Ja, da zeigt dann so ein Pfeil hin. Das ist hier bei Agent Insistentio, den wir die Quest geholt haben. Das ist ja wirklich nervig. Gibt's hier in der Nähe keine Patienten? Nee. Du kannst ja fliegen mit dem Patienten im Arm. Und kannst du nicht auch deinen Super Speed aktivieren? Ja, aber... Mit Super Speed über Häuser kommen ist immer ein bisschen ekelhaft, weil er sich dann irgendwie mal festkantet. Dann lauf drumherum. Dann brauche ich ja Jahre. Das ist doch egal. Hauptsache, du kommst irgendwann an. Immerhin liegen hier schon überall die roten Patienten rum, dann muss man die nur noch einpacken. Ja, das ist praktisch. Es ist immer schön, wenn sich Gegner nicht wehren. Hast du denn nicht irgendwas Spannendes zu erzählen? Nein, ich habe absolut gar nichts Spannendes zu erzählen. Mein Leben ist die Einöde. Einfach nur. Aber du hast doch irgendwas Spannendes zu erzählen, oder? Oder? Ich habe fast nie was Spannendes zu erzählen. Du hast was Spannendes zu erzählen. Erzähl es ein. Erzähl ihm, dass du endlich schwanger bist. Dass sich dein Wunsch nach einem kleinen, mutierten Hinterwälder-Baby erfüllt. Stimmt, ich wurde gestern geschwängert von Mr. Dörfer. Nicht von mir direkt, aber... Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat.
weil er den ganzen Tag nicht da war, aber als er wieder nach Hause kam, meinte er zu mir, ich bin schwanger. Meine Freundin meinte zu mir, dass du eine gute Nachricht hast. Und dass du es mir selber sagen willst. Und dann flüstert sie so beiläufig, er ist schwanger. Dann habe ich halt gedacht, du bist schwanger. Ist auch das Naheliegendste, oder? Du solltest deiner Freundin niemals glauben. In der Regel kann man ihr ganz gut glauben. Da vorne ist ein Spieler. Nein, davon ist Bizarro. Noch besser. Awesome. Deine Freundin schreibt mir immer von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne. Und dann schreibt sie immer so mit den Vornamen. So als wenn ich damit was anfangen könnte. Ja, das macht sie gerne. Sie erzählt mir auch immer viel von diesen ganzen Leuten, die ich weder kenne, noch kennen will eigentlich. Und die mich eigentlich auch nicht interessieren. Ich weiß ja nicht mal, ob sie mich interessieren würden, aber ich meine, wenn einfach so ein Name da steht, dann kann ich ja dem Kontext nicht mehr entnehmen, wer das ist, ob das jetzt aus ihrer Familie ist oder ein Freund oder sonst was. Ich kann meistens schon zuordnen, in welchem Kontext das ist. Nur habe ich keine Ahnung, wer die betreffende Person ist. Wenn da steht, dass der, die es sonst irgendwas macht, was total lustig war, dann kann ich mir da in der Regel nichts drunter vorstellen. Ja, man sollte vielleicht nicht in seinen Aufnahmen über seine Freundin lästern. Ach, sie schaut das, glaube ich, eh nicht. Ja, aber doch, die schaut nichts anderes. Weiß nicht, sie schaut... Schaut sie überhaupt irgendwas von mir? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Quantum Conundrum, meinst du, schaut sie. Ja, und sie hat Zahl geschaut. Und Quantum Conundrum soll sie auch selber spielen. Hat zumindest einer meiner super... Okay, da ist gerade ein Typ, der verprügelt mich. Das geht ganz schön schnell. Boah, und dafür, dass er Level 14 ist, macht er verdammt viel Schaden. Warum habe ich gerade keine scheiß Bullshit drin? Ich kann mich nicht mal heilen. So lahm. Na, du wirst ja gleich voll geheilt, wenn du tot bist. Ich flüchte lieber. So wie richtige Männer das machen. Fliegen so lame. Einfach mal verdammt, er kommt. Na egal. Jetzt kann ich wenigstens in meinem Inventar diese scheiß Soda-Cola wieder ausrüsten. Soda-Cola. Meine ist ja zum Glück noch ausgerüstet. Ich weiß zwar nicht warum. Da denke ich... Ja, das nervt mich auch so ein Typ. Welcher denn? Captain Vasco. Nee, da war's nicht. Achso, das ist ja nicht nur der. Das sind drei Leute. Ja, das sind viele. Viele, viele und abermals viele. Jetzt rächt sich, dass wir auf dem PvP-Server sind. Irgendwann wird es andersrum sein. Dann werden wir Level 30 und verkloppen Level 5 machen. Oh yeah, darauf freue ich mich schon. Darauf freue ich mich schon. Ja, der hat mich ja ruhig die Quest noch fertig machen lassen können. Ich brauche zwei Geld. Zwei? Was? Zwei was Kills? Überwältige geflohene Patienten 2. Brauche ich da noch. Ich habe anscheinend einen Helden überwältigt. The fuck? Ja, steht bei mir auch. Ich glaube, der eine wurde, als er mich killt hat, von NPCs verprügelt und ist dann gestorben. Das ist auch lame. Ey, da ist Bizarro. Was hat denn der für ein Level? Hallo. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh, fuck. Der macht ja nicht viel Schaden. Hilf mir. Wo bist du? Da... Komm da drüben, tank mal Bizarro an. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Der macht nicht viel Schaden. Guck mal, der ist nur Level 13. Ist doch voll lame. Jetzt hat mich schon wieder so ein Wichser. Ah, das ist kacke. Wo ist der Typ? Toll. Bizarro und ein Spieler. Ich weiß nicht, was der für eine Kombo hat, aber es ist einfach mal total. Wow, irgendwie schon. Hannes, das ist eine tolle Aufnahme heute. Die ganze Zeit wieder zurückrennen. Wir haben noch nicht viel erreicht. Schlimm. Ich habe meine Farbe.